Ja, vielen, vielen Dank, liebe Judith. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein bei dem Start der großen Tour nach Brüssel mit unserem Spitzenkandidaten Fabi De Masi, dem Finanzdetektiv, dem Cum-Ex-Jäger, dem Mann, der Olaf Scholz aufgrund seiner Gedächtnislücken schon so manche schlaflose Nacht beschert haben wird. Und mit unserem Mann auf Platz 2, Thomas Geisel, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Düsseldorf, ein Mann mit jahrelanger Politikerfahrung, jahrelanger Erfahrung, damit Politik zu machen für die Menschen in den Regionen in unserem Land. Und uns ist es wichtig, und das wird ja auf der Tour geschehen, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass man ernsthaft redet über die Dinge, die wirklich bewegen und eben nicht in abgehobenen Filterblasen Debatten führt, wie die Regierenden das oft tun. Judith hat es angesprochen, wir stellen in diesem Wahlkampf die Fragen, die den meisten Menschen in unserem Land wirklich unter den Nägeln brennen. Und die erste Frage, die wir stellen, ist tatsächlich Krieg oder Frieden. Wird sich Deutschland, wird sich Europa endlich auf Entspannungspolitik besinnen, auf Abrüstung, auf Diplomatie, oder geht es weiter mit dem gefährlichen Kriegskurs, der betrieben wird? Und wir als BSW sagen ganz klar, nein, das geht so nicht. Es muss so sein, dass Europa eine Friedensmacht wird, dass Europa sich konsequent einsetzt für friedliche Lösungen, für Entspannungspolitik. Das gilt in der Ukraine und das gilt auch in Gaza. Und die zweite Frage, die wir stellen, ist auch eine, die vielen Menschen sehr wichtig ist. Und dieses heißt nämlich, ja, Ampel oder Überholspur. Wir wissen, dass natürlich bei dieser Wahl nicht die Bundesregierung gewählt wird, aber diese Wahl ist das erste Mal die Möglichkeit, sich fürs BSW zu entscheiden und damit, das geht schon hier, und damit ganz klar der arroganten Ampelregierung hier in Berlin zu zeigen, was man wirklich von ihr hält. Denn so geht es unserer Ansicht nach nicht weiter. Man kann nicht länger mit angucken, wie unser Land runtergewirtschaftet wird, wie die Gesellschaft immer weiter gespalten wird, dass immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie überhaupt über die Runden kommen sollen. Das Leben wird teurer und teurer. Die Regierung rühmt sich damit, dass Inflation jetzt niedriger geworden ist im Laufe der Zeit. Ja, ist ja fein. Aber Inflation niedriger heißt nur, die Preise steigen nicht mehr ganz so schnell. Damit kann man nicht zufrieden sein, unserer Ansicht nach. Nein, da braucht man dringend ein Umsteuern. Es muss investiert werden in unsere Wirtschaft. Es muss investiert werden darin, dass normale Menschen sich das normale Leben ganz normal wieder leisten können. Wir brauchen endlich vernünftige Renten, die auch die Lebensleistung der Menschen abbilden. Schluss mit Armut und Schluss mit dem ewigen weiteren Spalten unserer Gesellschaft. Stichwort Spaltung der Gesellschaft, die findet immer mehr statt und die findet auch immer mehr statt, weil viele Menschen zu Recht den Eindruck haben, dass man bei uns eigentlich nicht mehr ungescholten seine Meinung sagen kann. Es steht wirklich schlecht um einen der wichtigsten Grundsätze unseres Landes, unseres Grundgesetzes, nämlich der Meinungsfreiheit. Natürlich gibt es sie formal, das ist keine Frage. Man kann nicht behaupten, wir hätten formal keine Meinungsfreiheit. Aber es kann doch nicht sein, dass immer öfter Menschen, die etwas sagen, was von dem ausgerufenen Mainstream abweicht, zum Beispiel in der Außenpolitik. Die sagen, nein, wir finden das falsch, dass immer mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden. Nein, wir finden das falsch, dass nicht endlich auf Entspannung gesetzt wird, sondern dass immer weiter eskaliert wird, dass diese Menschen dann sofort Friedensschwurbler sind, Putin-Trolle und so weiter. Da machen wir nicht mit und da lassen wir uns auch nicht einschüchtern. Und das geht genauso weiter in vielen anderen Bereichen des Lebens, dass der Meinungskorridor immer enger wird. Reden wir zum Beispiel über das Thema Klimaschutz. Natürlich brauchen wir sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Aber es kann doch nicht sein, dass wenn man sich heute hinstellt und die völlig undurchdachte Klimapolitik dieser grünen Regierung zum Beispiel kritisiert und sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ein bisschen in den Heizungskeller hinein regiert wird, da teure Wärmepumpen eingebaut werden müssen, die Häuser teuer umgebaut werden müssen, es bringt für die CO2-Bilanz praktisch gar nichts. Wenn man das kritisiert, ist man plötzlich Klimaleugner, die Zukunft des Planeten sei einem plötzlich egal. Das geht alles so nicht. Und hier sagen wir ganz klar, nein, wir brauchen den ehrlichen, offenen Dialog in unserem Land. Wir brauchen die Meinungsfreiheit. Und darum fragen wir die Bevölkerung, was wollt ihr bei dieser Wahl? Maulkorb oder Meinung? Wir sind der Meinung, es muss die Meinungsfreiheit wiederhergestellt werden, so wie sie mal hatten. Und eine wichtige Frage, die wir auch stellen, ist die Frage Gier oder Gerechtigkeit. Und das bezieht sich ganz besonders auf Europa. Es kann doch nicht sein, dass in Europa die wenigen
Multimillionäre, die Milliardäre, dass die immer reicher und reicher werden, dass multinationale Konzerne ihre Gewinne einfach so in Steueroasen verstecken können, am Fiskus vorbei, wenn auf der anderen Seite immer mehr Rentnerinnen und Rentner zur Tafel gehen müssen, um überhaupt über die Runden kommen zu können. Die Reallöhne in Wirklichkeit sinken. Das kann nicht sein. Hier brauchen wir dringend Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet da eben, dass diejenigen, die extrem viel haben, dass sie entsprechend auch beteiligt werden an Unterstützung für das Gemeinwohl, dass diejenigen, die große Gewinne erwirtschaften, auch hier in Deutschland, dass sie hier verdammt nochmal gerechte Steuern zahlen. Und das sind Lücken, die dringend geschlossen gehören. Und das kann eben in Brüssel geschehen. Und dafür setzen wir uns ein. Letztlich geht es um die große Frage für unser Land, die wir auch stellen: Abstieg oder Aufbruch. Wir sind der Meinung, es braucht einen politischen Aufbruch in unserem Land. Wir erleben es als BSW, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen aus der Bevölkerung. Viele Menschen interessieren sich für uns. Viele Menschen haben große Hoffnungen in uns, weil sie sagen, es muss endlich ein echter politischer Kurswechsel geschehen. Wir brauchen endlich eine Politik, die sich orientiert an den Bedürfnissen der Bevölkerung und nicht an den Bedürfnissen der mächtigsten Lobbys. Und auch darüber kämpfen wir bei diesem Europawahlkampf. In diesem Sinne, ich wünsche unseren Radfahrern ganz viel Erfolg auf ihrer Tour, ganz tolle Gespräche. Ich glaube, das wird super. Und ja, ich freue mich drauf, das medial zu begleiten. Man kann das alles begleiten über unsere Social-Media-Kanäle. Da werden wir darüber berichten. Und ja, schauen Sie sich's an. Es wird, glaube ich, ziemlich toll. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Amira. Und jetzt bitte ich Fabio mal her ans Mikro. Ja. Lieber Fabio, worauf freust du dich auf der Tour am meisten? Erzähl mal. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal vielen Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die hier früh morgens in der Arbeitswoche hergekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich und vielen Dank auch an die Presse, die ist nicht gekommen, um uns zu unterstützen, aber um uns zu begleiten, und das ist ja auch ihr Job. Den ersten Lackmustest haben wir bestanden. Unsere wichtigste Aufgabe war, auf dieser Radtour nicht auszusehen wie Rudolf Scharping damals. Das habe ich als allererstes im Medientraining gelernt. Keine kurzen Hosen, das haben wir alle gut hinbekommen. Aber es drohen uns noch viele Klippen. Ich will das ganz deutlich sagen, die Idee dieser Fahrradtour ist nicht, dass wir hier eine Fahrraddemo oder so machen. Fahrradfahren ist gesund und gut und hält fit. Das ist alles gar keine Frage. Die Idee war eigentlich eine fixe Idee. Ich hatte am Anfang mir gedacht, naja, wir sind ja eine neue Partei. Wir haben noch nicht so viele Spenden und Wahlkampfbudgets wie andere damals. Deswegen müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir im Gespräch sind. Und meine Idee war damals, dass wir vielleicht einen kleinen Spendenlauf veranstalten, dass ich für eine bestimmte Summe X dann eine bestimmte Zahl an Kilometern nach Brüssel fahre. Die Idee hat sich dann verselbstständigt und ich bin sehr froh, was aus ihr geworden ist. Und ich finde, dass der Konstantin, der das hier alles organisiert hat, generalstabsmäßig, und das ist ein riesen logistisches Unterfangen, dass der erstmal einen fetten Applaus verdient. Und ich bin noch über eines froh. Ursprünglich wollte nämlich Sarah Wanknecht mitfahren. Und dass sie das nicht tut, hat eben mit ihren enormen Verpflichtungen zu tun. Sie erreicht sehr viele Menschen in den Talkshows. Ich bin sehr froh darüber, dass sie nicht mitfährt, aus einem Grund. Sie ist nämlich wesentlich sportlicher als wir auf dem Rad. Und wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre das gleich so eine Tour de France oder sowas geworden. Deswegen lassen wir es etwas entspannter angehen und wir wollen den Leuten jetzt auch nichts vormachen. Wir werden nicht die ganze Strecke bis nach Brüssel fahren, also das ist keine Radtour oder so, sondern wir wollen auf dem Rad natürlich besser mit Menschen ins Gespräch kommen als aus dem Auto heraus. Wir werden aber einige der Teilstrecken auch im Transporter zurücklegen. Das hat ganz praktische Gründe, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, die ganzen Menschen zu treffen, die wir auch treffen wollen. Wir werden mit Landwirten sprechen, mit Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, mit kleinen Unternehmern und vielen anderen. Und in diesem Zusammenhang will ich nur sagen, ich kenne das alles aus der Politik. Also Politiker, die dann mit der schwarzen Bundestagslimousine und mit dem Klapprad im Kofferraum kommen und dann das Auto 50 Meter vom Pressepult um die Ecke parken und dann auf dem Klapprad ankommen. Also das machen wir nicht. Das will ich gleich als Transparenz dazu sagen. Jetzt aber zu Europa. Und wir sind immer wieder konfrontiert in diesen Wochen mit einer Erfahrung. Wenn man die Menschen fragt, habt ihr euch schon mal über die Europawahl Gedanken gemacht, dann sagen viele, dass sie davon noch gar nichts mitbekommen haben. Das verdeutlicht ja ein Problem.
Ich will nur eines nennen, wir haben eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, gegen die im Zusammenhang mit den sogenannten Pfizer-Deals ermittelt wird. Sie hat damals per SMS Milliarden Impfstoffverträge vereinbart und sie hat sogar angekündigt, dass sie zukünftig die Rüstungsbeschaffung nach diesem erfolgreichen Beispiel der Impfstoffbeschaffung orientieren will. Ich hoffe, sie vereinbart jetzt nicht die neuen Rüstungsverträge per SMS oder so mit Rheinmetall, aber es gibt Ermittlungen und das ist ja auch gut. Der Europäischen Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit diesem Pfizer-Dienst. Wir lesen darüber kaum etwas in Deutschland, in der deutschen Öffentlichkeit. Und das zeigt, wir haben eine mangelnde europäische Öffentlichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht dafür sorgt, dass die Themen, die viele Menschen umtreiben, auch in Brüssel und in Straßburg wieder gehört werden. Eines kann ich euch versichern, als ich war ja schon mal in diesem Parlament, vor genau 10 Jahren bin ich damals als unbekannter Abgeordneter eingezogen in das Europäische Parlament und nach wenigen Monaten kannte man dann meinen Namen, weil es mir gelang, Jean-Claude Juncker, den damaligen EU-Kommissionspräsidenten, vor laufender Kamera im Hinblick auf die Luxemburg-Leaks, also auf einen Steuerskandal, aus einem großen Unternehmen wie Amazon gegen die häufig weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne zahlen, um vor laufender Kamera beim Flunkern zu erwischen. Er hat sich damals, das wissen die wenigsten Menschen, auf eine Erinnerungslücke berufen. Das hat ihm der Bundeskanzler dann einige Jahre später nachgemacht. In der Warburg-Affäre, auch da habe ich ihm eine Erinnerungslücke eingebrockt. Ich bin der festen Überzeugung, auch Frau von der Leyen, ich habe das ja gerade erwähnt mit der SMS, die braucht eine Erinnerungsstütze vom BSW. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gestärkt werden bei der Europawahl am 9. Juni. Vor allem ist es aber wichtig, dass die Menschen wieder den Wert Europas erkennen für ihr tägliches Leben. Denn viele verbinden mit Europa eben zum Beispiel, dass wir auf dem Arbeitsmarkt häufig Konkurrenz um die niedrigsten Löhne haben. Es gab Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die sich zum Beispiel dagegen richteten, dass Kommunen Tariftreue verlangen bei öffentlichen Aufträgen. Und das müssen wir zurückdrängen. Europa darf nicht der Spielplatz nur der großen Konzerne und ihrer Interessen sein, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Europa auch als Schutz verstehen. Und dazu zählt dann eben auch, dass große Konzerne nicht weiter in einer Situation sein können, dass sie häufig weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne entrichten, während jeder Mittelständler bis zu 30% Steuern entrichten muss. So kann Wettbewerb in Europa nicht funktionieren. Und deswegen haben wir bei jeder Europawahl im Prinzip ein Erlebnis, das sich immer wiederholt. Alle plakatieren schön, wir brauchen Mindeststeuern in Europa, damit die Konzerne ihre Steuern zahlen. Das Problem ist aber, es gibt immer ein oder zwei Veto-Spieler, Luxemburg und wie sie alle heißen, die das verhindern. Und deswegen sollte man den Leuten auch reinen Wein einschenken und nicht so tun, als würden wir nach Europa fahren und dann können wir das quasi per Federstrich beenden. Denn es ist zum Beispiel in den europäischen Verträgen gar nicht vorgesehen, dass man die Steuersätze für Unternehmen dort vereinbart. Deswegen sagen wir, ein gerechtes Europa erfordert auch, dass Länder wie Deutschland und Frankreich gemeinsam vorangehen und zum Beispiel sagen, wir verhängen Strafsteuern auf Finanzflüsse und Steueroasen, dann gibt es auch Druck auf gerechte internationale Vereinbarungen. Und es gibt derzeit eine Debatte, die wird bei den G20 geführt. Da gibt es einen bekannten Ökonomen, Gabriel Zucman. Der hat vorgeschlagen, dass 2800 Personen auf diesem Planeten, also die wirklich Top-Multimilliardäre, nicht irgendwie Oma mit einem kleinen Häuschen am Stadtrand, dass die international koordiniert besteuert werden. Das wird unterstützt von der brasilianischen Regierung, von dem spanischen Finanzminister, vom französischen Finanzminister. Was macht die Ampel? Sie duckt sich weg. Sie unterstützt diese Initiative nicht, bis auf die Entwicklungshilfeministerin. Deswegen braucht es eine Kraft, die solche Initiativen im Europäischen Parlament voranbringt, damit sich Leistung wieder lohnt und diejenigen, die über große Pakete an Fabriken und Aktien besitzen, die Jeff Bezos und Elon Musk dieser Welt, dass die auch vernünftig besteuert werden. Gleichzeitig haben wir hier eine Politik in Deutschland, wo die größte Volkswirtschaft Europas in den Seilen hängt. Und das hat natürlich etwas mit der völlig kopflosen Energie- und Wirtschaftspolitik zu tun. Auf den Energiepreisschock, der nach dem Wirtschaftskrieg und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine einsetzte, hat die Ampel beschlossen, die außergewöhnliche Notlage der Schuldenbremse zu beenden,
und in einer solchen Krise die Staatsausgaben zu kürzen. Oder darf man sich doch nicht wundern, liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Wirtschaft dann in den Seilen hängt? Es gibt Studien, große Studien, die zeigen, dass exakt diese Politik, die Staatsausgaben zu kürzen, die öffentliche Infrastruktur zu privatisieren, Druck auf Löhne und Renten zu machen, dass die rechte Parteien in Europa stärkt. Und deswegen sagen wir, ist die Ampel die Erntehelferin der AfD in diesem Land. Und viele dieser Maßnahmen sind ja auch gar nicht geeignet, die damit verknüpften Ziele zu erreichen. Also wir sind sehr dafür, dass unsere Wirtschaft fit für die Zukunft gemacht wird, dass wir Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Aber wenn man dann zum Beispiel die CO2-Abgaben erhöht und gleichzeitig Tausende von Bahnkilometern abbaut, dann macht diese Politik doch überhaupt keinen Sinn, ökologische Ziele zu erreichen, weil die Schichtarbeiterin auf dem Land, die muss dann trotzdem ihr Auto nehmen und hat ein geringeres Einkommen, weil eben kein Bus fährt. Und derjenige, der Abgeordnete oder der Professor, der häufiger in den Urlaub fliegt und einen viel höheren CO2-Ausstoß hat, der kann dann meinetwegen auf dem Rad zur Arbeit fahren, weil er sich die Miete in der Innenstadt leisten kann. Das ist eine Politik, die ist kopflos, und gegen diese Politik werden wir uns auch in Brüssel wenden. Deswegen sagen wir, wir brauchen öffentliche Investitionen in den Umbau unserer Infrastruktur. Wir brauchen eine Politik, zum Beispiel beim Verbrennermotor, die verschiedene technologische Entwicklungspfade eröffnet und dafür sorgt, dass wir nicht eine reine Symbolpolitik machen, die dann eben nicht zusammengeht. Die Netze sind jetzt schon überlastet durch diesen Transformationsschock. Das sind alles Themen, die wir in Europa aufgreifen wollen. Und ein ganz wichtiges Thema, das haben meine Vorrednerinnen ja auch angesprochen, das ist die Friedensfrage. Und hier will ich auch noch mal ganz deutlich werden: Wir verurteilen ganz klar den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber wir sagen auch, dieser Krieg hat wie viele Kriege in der Welt eine Vorgeschichte, die wir mitdenken müssen. Und zu dieser Vorgeschichte zählt, dass wir wieder auf Abrüstungsvereinbarungen, auf Entspannungspolitik setzen müssen, weil Russland eben die ständige Ausdehnung der NATO in den letzten Jahren als eine Bedrohung seiner Sicherheit wahrgenommen hat. Das rechtfertigt nicht diesen Krieg, aber die Frage, wie wir aus diesem Krieg herauskommen, die muss gestellt werden. Und es ist nun so, dass diejenigen, die immer bequem vom Sofa heraus vor dem Smartphone dann die Marschflugkörper fordern, dass die ja nicht diejenigen sind, die ihre Kinder in diesen Krieg schicken müssen. Und es ist nun mal so, dass Waffen diesen Krieg nicht beenden werden, weil der Ukraine vor allem die unversehrten Männer fehlen. Deswegen sagen wir, brauchen wir in der Ukraine, auch in Gaza, endlich eine Rückkehr zur Vernunft, zu diplomatischen Initiativen mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Und diejenigen, die uns deswegen unterstellen, dass wir Putin-Versteher oder ähnlich sein, den will ich mal ganz deutlich sagen, weil das ja jetzt gerade im Zusammenhang auch mit der AfD im Europäischen Parlament und irgendwelchen Spionen diskutiert wird. Ich war im Fokus im Rahmen meiner Wirecard-Recherchen eines mutmaßlichen russischen Spions. Da haben die ganzen Maulhelden, die jetzt hier irgendwie dann sonntags auf Twitter oder so die großen Forderungen stellen, die haben sich damals weggeduckt. Die haben teilweise sogar Gelder von diesem Unternehmen angenommen. Das gilt übrigens auch für die Partei von Frau Strack-Zimmermann, für die FDP. Und deswegen sagen wir uns, da stellen wir uns mit breitem Kreuz hin und sagen, es ist nicht falsch, in dieser Welt für Entspannung und Diplomatie zu werben. Es ist das einzige Richtige, auch für die Menschen in der Ukraine. Jetzt habe ich aber genug gesabbelt. Entschieden wird der restliche Tag dann vor allem auf dem Rat. Ich freue mich, wahrscheinlich darf ich das gar nicht machen, das macht die Moderation, wenn dann Thomas hier auch nochmal an das Mikrofon herantritt. Vor allem freue ich mich aber, wenn ihr die ganze Veranstaltung in den sozialen Medien auch verbreitet, unterstützt und uns begleitet auf dieser Fahrt, also diejenigen, die nicht mitkommen, dann zumindest vor dem Bildschirm. Und ich bin gespannt auf die vielen guten Gespräche, die wir haben werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Fabio. Thomas, du musst es jetzt lange warten, komm mal bitte her. Thomas Geisel, ehemaliger Oberbürgermeister von Düsseldorf. Ich habe mir sagen lassen, du bist passionierter Marathonläufer. Jetzt bist du mit uns auf dem Rad die nächsten 5 Tage. Was erwartest du von der Tour? Also ich bin nicht nur passionierter Marathonläufer, sondern ich bin auch ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ich darf daran erinnern, in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister eines der absoluten Highlights war, als wir im Jahr 2017 die Tour de France nach Düsseldorf geholt haben, den Grand Départ. Seit langem, glaube ich, nach 30 Jahren mal wieder in Deutschland, und von daher verbindet mich viel mit dem Fahrrad, und ich habe mich auch super gefreut, als diese Idee aufkam, dass wir mit dem Fahrrad von Berlin nach Brüssel fahren. Wie gesagt, Sarah wollte in der Tat jeden Kilometer fahren. Jetzt, wo sie ausgeschieden ist, können wir es uns ein bisschen einfacher machen da, und
können einige Strecken dann auch mit dem Auto überwinden. Aber ich muss sagen, ich finde die Idee auch sehr, sehr schön, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Da ist man wesentlich näher bei den Menschen, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und ich freue mich auch darauf, vielen Menschen zu begegnen. Wir haben ja auch ein Programm, wo wir mit vielen Menschen ins Gespräch kommen werden. Und ich spüre ja auch in diesem Wahlkampf, dass die Menschen wieder Hoffnung setzen. Das BSW ist eine Partei, mit der viele Menschen große Hoffnungen verbinden. Gerade Menschen, die sich eigentlich fast schon von der Politik abgewendet hatten. Menschen, die enttäuscht sind. Zum Teil sind Menschen zornig. Zum Teil haben Menschen gesagt, Mensch, es macht sowieso keinen Unterschied mehr, ob ich zur Wahl gehe oder nicht. Und ich glaube, ganz viele sehen hier wieder eine Partei, die eben tatsächlich, wie es unser Anspruch ist, Politik mit Vernunft und für Gerechtigkeit macht. Und wenn man genau darüber nachdenkt, merkt man auch, wie viele unvernünftige Dinge in der Politik in den letzten Jahren, vielen Jahren entschieden worden sind. Ich muss sagen, weil gerade die Europawahl ist ja eine Wahl, die üblicherweise nicht allzu sehr viele Menschen an die Wahlurne mobilisieren kann. Viele Menschen denken, Europa ist furchtbar weit weg. Was hat Brüssel und Straßburg mit meinem Alltag zu tun? Ich glaube, wir werden in dieser Kampagne auch sehr deutlich machen, dass es sehr wohl eine große Bedeutung hat, zu dieser Wahl zu gehen. Denn vieles, über das man sich in Deutschland ärgert, hat durchaus etwas mit Brüssel zu tun. Ich darf daran erinnern, etwa die ganze Bürokratie, unter der unsere Wirtschaft ächzt, diese ganzen völlig überflüssigen oder jedenfalls zum erheblichen Teil überflüssigen Vorschriften, die dafür gesorgt haben, dass Unternehmen immer mehr Ressourcen auf nicht produktive Tätigkeiten verlegen müssen. Da geht es dann um irgendwelche Berichtspflichten, Dokumentationspflichten, Monitoringpflichten, was es alles gibt, der was viel, viel Ressourcen verschwendet, ohne dass es irgendwas mit Innovation oder Produktentwicklung zu tun hat. Viele dieser Vorschriften haben ihren Ursprung in Brüssel genommen. Ich kann aus eigener Erfahrung als Oberbürgermeister sagen, was wir manchmal umsetzen mussten, da geht es dann um die Geländerhöhe über Wasserläufe, wo ich wirklich sagte, ich glaube, das können wir vor Ort am besten entscheiden, wie hoch Geländer sein müssen, da um Sicherheitsstandards zu wahren. Nein, da gibt es dann eben auch eine Vorschrift, die aus Brüssel kommt. Wer weiß, was alles an Lobbying-Power da dahinter steckte. Und wie gesagt, das sind Themen, die in Brüssel ihren Ausgang nehmen, über die wir uns ärgern. Aber auch etwa das Verbrennerverbot, das ist ja für mich so der klassische Fall einer ideologiegetriebenen Verbotspolitik. Auch das Verbrennerverbot 2035 wurde in Brüssel beschlossen. Ich kann nur sagen, es ist eine Sache, die dem Anschein nach dem Klimaschutz dient, die wahrscheinlich gar nichts für den Klimaschutz erreichen wird, denn überall außerhalb Europas werden Verbrenner weiterhin zugelassen bleiben und natürlich ist der Industrie auch durch so ein Verbot jeder Anreiz genommen, selber zu investieren, selber in Forschung und Entwicklung für effizientere Motoren Ressourcen zu stecken und welche Auswirkungen das für Hunderttausende von hochqualifizierten Arbeitsplätzen in Deutschland hat, spürt man schon jetzt, aber die ganze Tragweite wird natürlich in Zukunft noch viel deutlicher werden. Und ein drittes Thema, das ebenfalls seinen Ursprung in Brüssel nimmt, sind die Wirtschaftssanktionen. Ich weiß nicht, wie viele Sanktionspakete es mittlerweile gibt, da in der Folge des Ukraine-Krieges. Wirtschaftssanktionen sind für einen Kontinent wie Europa, der hochindustrialisiert ist, der über wenig Bodenschätze verfügt, natürlich Gift. Ich kann nur immer sagen, gerade ein Kontinent wie Europa hat ein vitales Interesse daran, dass funktionierende, faire internationale Handelsbeziehungen bestehen und alle Wirtschaftskriege, alle Handelskriege, alle Wirtschaftssanktionen, alle Strafzölle und dergleichen sollten wir sehr vorsichtig anschauen, ob uns das nicht viel, viel mehr selber schadet als diejenigen, die damit sanktioniert werden sollen. Ich meine, das Beispiel ist ja ziemlich klar, wenn Sie sich überlegen, Russland ist nun, wie soll man sagen, Adressat unglaublich vieler Wirtschaftssanktionen. Die Wirtschaft in Russland wächst dennoch und der Hauptleidtragende ist natürlich die deutsche Wirtschaft. Wir sind Exportweltmeister, wir sind ein Land, das ganz besonders darunter zu leiden hat. Und auch da, ganz klar, gibt es einen Bezug nach Brüssel und das ist ein Thema, das wir in dieser Kampagne natürlich auch betonen werden. Aber jetzt geht es erstmal ums Fahrradfahren, jetzt geht es auch darum, zunächst mal die Sensoren auf Empfang und nicht auf Sendung zu stellen. Das ist ja der Sinn und Zweck. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen genau hören, was sind die Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Ich darf ein
Arbeitshypothese mal hier in den Raum stellen. Ich glaube, die Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen, sind durchaus die Themen, die wir ansprechen. Das sind die Brot- und Butter-Themen, das sind die Themen, da geht es um soziale Gerechtigkeit, da geht es um wirtschaftliche Vernunft, um Frieden und Freiheit, die vier Pfeiler unserer Programmatik da. Aber hier im Einzelnen zuzuhören und genau zu wissen, was ist das, was Menschen frustriert, was ist das, was Menschen verärgert und wie können wir den Hebel umlegen, das wollen wir gemeinsam erkunden auf dieser Tour und ich freue mich drauf und das Wetter soll ja noch besser werden jetzt die nächsten Tage, dann werde ich trotz deiner Belehrung hin und wieder auch mit kurzen Hosen arbeiten. Jedenfalls freue ich mich, wenn Sie dabei sind. Ich habe Spaß. Vielen Dank. Ja, danke auch Thomas Geisel. Wir würden jetzt den Medienvertreterinnen nochmal die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Dann machen wir ein Gruppenbild und dann düsen wir wirklich los. Ja, dann bitte schön. Frage an, wer sich angesprochen fühlt, warum ist Frau Wagenknecht nicht dabei? Naja, Frau Wagenknecht erreicht sehr viele Menschen in Talkshows und bei anderen Gelegenheiten. Sie hatte tatsächlich erwogen mitzufahren, aber es ist schon für uns logistisch sehr schwierig, so viel Zeit herauszuschneiden. Wir kriegen ja dauernd Einladungen, Talkshows, Interviews, also Podiumsdiskussionen und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das machen. Die 5 Tage, aber Frau Wagenknecht wäre sicherlich sehr gerne mit uns Rad gefahren. Sie ist eine ambitionierte Fahrradfahrerin und ich darf nochmal sagen, also ihretwegen müssen wir uns jetzt nicht ganz so anstrengen, sie werden es wahrscheinlich da